Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Infamous Second Son. Ja, im letzten Video haben wir die Videokraft bekommen. Wir können sie aber leider noch nicht einsetzen. Wir können auch kein Neon absorbieren zurzeit und auch keinen Rauch absorbieren. Irgendwas stimmt nicht so ganz mit uns. Und ja, okay, über das ganze Spiel schon stimmt irgendwas nicht mit uns. Aber jetzt stimmt wirklich irgendetwas nicht mit uns. Und zwar haben wir einfach keine Fähigkeiten mehr. Wir können nichts mehr einsetzen. Und ja, wir sollen uns jetzt mit Reggie in einer Gasse treffen, denn er hat wieder so einen Kernreaktor für uns. Und wenn wir den vielleicht absorbieren, dann haben wir vielleicht wieder Kräfte und können neue Videotechniken einsetzen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, machen wir einfach weiter. Gott sei Dank bist du hier, Reg. Ich brauche deine Hilfe, langsam. Mann. Du sagst, du hast deine Kräfte. Alle verloren? Ja, ich habe alle Kräfte verloren. Und zwar Rauch und auch Neon. Ich bin nicht mal bis zur Videos. Das ist toll. Das sind tolle Nachrichten, Mann! Was zur Hölle soll daran denn toll sein? Es sind 1000 DUPs hinter mir her und ich habe nichts in der Hand! Überleg doch, wir wollten ein Heilmittel für dich finden. Und das ist es. Das ganze Bioterroristenzeug. Es ist weg. Delson, wir können jetzt heimgehen. Heimgehen? Hör zu, du hast wirklich alles versucht, okay? Der Stamm weiß das, ich weiß das. Es ist ein Wunder, dass du überhaupt überlebt hast. Hey, bitte, können wir nicht aufhören, solange es noch gut für uns läuft? Sag mir die Wahrheit. Wenn du ich wärst, würdest du aufhören und heimgehen? Auf jeden Fall. Wenn ich du wäre. Nein. Ohne meine Kräfte werfe ich eben einfach mit Steinen. Aber ich kriege Augustin. Mir wäre es allerdings lieber ohne die David- und Goliath-Steine-Geschichte. Also brauche ich deine Hilfe. Tja, du scheinst ja offenbar schon fest entschlossen zu sein. Also, wozu brauchst du mich? Tja. Wenn es noch eine Chance gibt, meine Kräfte zurückzubekommen, dann nur durch eins dieser Kernrelais. Na klar. Aber verdammt, Reg! Ich kann keins dieser Teile ohne Kräfte aufbrechen, okay? Also brauche ich eigentlich nicht dich, sondern deine Waffe. Nein. Nein, 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 nein. Du kriegst meine Waffe nicht. Keine Diskussion. Du... Aber vielleicht überlasse ich dir ja ein paar von meinen Kugeln. Danke, Mann. Ja, ich hätte es cool gefunden, wenn wir mal mit der Waffe schießen dürfen. Reggie, du bist ein Schwein, aber ich mag dich. What the fuck? Die Frage werde ich garantiert bereuen, aber was gibt's Neues? Gehe lieber mal ein kleines Stück zurück. Ein kleines Stück? Geh mal 2 Kilometer zurück. Drücken Sie L1, um unsichtbar zu werden. Ah, gut, dass ich zurückgegangen bin. Vielleicht gibt's bei der nächsten Kraft. Alles klar, ich bin unsichtbar und er sieht mich noch. Er hat sich einfach umgedreht. Ich ruf dich dann an. Oh nein, ich komm mit dir. Alter. Vergiss es. Ich komme klar. Hör zu, falls du nicht vorhast, das nächste Kernrelais durch Unsichtbarkeit zu öffnen, brauchst du mich noch. Außerdem, du weißt gar nicht, wo es ist. Er sieht mich nicht mehr. So. Kann ich das in der Luft? Ja, ich kann es tatsächlich in der Luft einsetzen. Okay. Ist ein bisschen krank alles. Oh, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Übrig hat, ist Unsichtbarkeit gar nicht so schlecht. Du sagst es. Ich träume seit der Pubertät davon, was ich tun würde, wenn ich unsichtbar wäre. Und damit endet diese Unterhaltung. So, aber wie kann ich das absorbieren? Durch den Fernseher, diese Kräfte? Oder wie mache ich das? Da hinten ist schon mal ein Kernreaktor. Schieß auf, Kollege. Da ist es. Okay, Reg. Dann öffne es doch mal auf Cop Art. Boah, hardcore. Werd bloß nicht hart. So. Jetzt kriegen wir noch eine Kraft. Noch eine Kraft. Yeah. Ich glaube, ich liebe es jetzt schon. Jackpot! Okay, wenn man gut ist, dann kriegt man ein Schwert, was ihr ja gerade gesehen habt. Und wenn man böse ist, dann kriegt man eine TV-Kralle oder irgend sowas, so eine... Keine Ahnung, Dämonenkralle oder was das war. Na, ist das cool, Alter. Hey,
ich hab gesagt, geh in Deckung! Achso, ich sollte mich unsichtbar machen. Ja, toll, jetzt bin ich im Wasser gelandet. Wo sind denn die jetzt schon wieder? Oh! Hat nicht kommen sehen. Das ist ja eine miese Technik. Zack. Boah, Alter, durch den Magen durch. Okay, ich mag die Kraft jetzt schon. Die ist wirklich cool. Ja, alles gut. Los, auf zum nächsten Kernrelais. Ah, fuck. Sorry, aber es wird zu gefährlich für dich mitzukommen, Kleiner. So, und tschüss. Sorry, Kollege. Den nehmen wir auch noch mit. Alles klar. Reggie verlassen. Okay. Tschüssi. So, und jetzt? Okidoki. Wo ist jetzt das nächste Kernrelais? Hey, kennst du mich noch? Ich bin der Typ, der weiß, wo das nächste Kernrelais ist. Ja, du musst kurz in die Warteschleife. Eugene, hier ist Delson. Hör mal, deine Flatterfreunde haben doch bestimmt die Gegend ausgekundschaftet, oder? Ja. Gut. Du musst für mich was suchen. Kennst du diese Leuchtkästen, die das DOP überall platziert hat? Klar. Warte mal. Da ist ein so ein Ding in deiner Nähe. Super. Oh, übrigens. Ich habe ein paar von diesen Akulas gesehen, die Ärger machen. Was sagst du? Ich habe ja dieses tolle neue Schwert. Wir könnten sie aufmischen. Das Schwert ist voll cool, stimmt's? Ich weiß, echt cool. Na, interessiert? Nein, nein, schon gut. Im Tal des Todes warten ein paar Engel der Stufe 11 auf mich. Oh, wenn das so ist, dann lass sie nicht warten. Alles klar. Alter, ich häng fest, ich will auf das fucking Dach drauf. Dein Ernst, Delson, jetzt geh doch drauf, verdammt. So, ich muss da hoch, weil da oben eine Scherbe liegt und die bräuchte ich. So. Alles klar. Tritt bloß nicht zu hart drauf. Sehr nützlich. Aber ich kann eben noch keine Kräfte einsetzen, andere Kräfte. Ich will schneller sein auf jeden Fall. Wow! Alter! Das sieht aber auch geil aus, diese Kralle hier. Alter, Alter. Okay, ich bin echt mal gespannt, was wir jetzt gleich noch für Kräfte kriegen. So, da hinten ist wahrscheinlich wieder so ein Kernrelais. Was? Cola Gangmitglieder? Ja, die schalten wir auf jeden Fall aus. So, ich muss mich ein bisschen unsichtbar machen. Was ist das doof? Hauen die jetzt schon ab, oder was? Ihr habt mich nicht gesehen. Jetzt stirb! Zack, zack. Und ja, das war's. Akula ausschalten, ausgeschaltet. Okay. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Hier bin, kann ich das auch anzapfen. Hoffe ich jetzt mal irgendwie zum Sprinten oder zum Schießen irgendwas. Das ist nicht den ihr Ernst. Das wird ja immer geiler. Diese TV-Kraft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, scheiß auf Neon. Wir sind Cyberengel. Alter. Leute, das ist wirklich ein geiles Spielzeug für mich. Boah, das wird ja immer besser. Wo ist der? Alter. So, wir machen das jetzt mal ein bisschen episch und zwar... Na, warum macht das nicht? Zack. Der sucht mich immer noch da unten. So, und tschüss. Hey, Eugene, alles klar. Ich weiß, du bist lieber bei deinen Dämonen, aber ich werde von DUP-Scharfschützen angegriffen. Du musst mir hier helfen, Kumpel. Schon okay, alles gut. Ich schicke dir ein paar Engel. Der Junge, der kann zocken und schickt einfach seine Kräfte los. Das ist doch auch voll geil. Also wer will nicht so eine Kraft, aber das ist echt episch hier, dieses Engelgedöns hier. Nur kann ich das nicht die ganze Zeit einsetzen. Das ist doof. Ich versuch mal was. Ich habe ja wieder ein paar Scherben. Vielleicht kann ich das so ein bisschen upgraden, dass ich das vielleicht mehrmals machen kann, weil das wäre schon hilfreich. Flügelwächter herbeirufen. Was für eine Scheiße. Rufe einen Bewohner von
Heavens Hellfire zur Ablenkung herbei. Signalschub. Drücken Sie X während einer Videowelle, um hoch in die Luft zu springen. Jetzt ist halt fraglich, was würde ich nehmen? Flügelwächter herbeirufen oder Signalschub? Ich glaube, ich nehme den Wächter mal, weil sowas haben wir auch nicht alle Tage. Wie kann ich das jetzt machen? Wie kann ich den herbeirufen? Ah, wenn ich mich unsichtbar mache. Ich wow. Wollte nur fragen. Geil. Mädchen, das im Bus. Geht's dir gut? Patch? Ja, geht's besser. Oh, hör zu, Mann. Sie ist... Mann, der bist du echt nicht gewachsen. Ich meine, man muss erst krabbeln können, bevor man auf den Turboschlitten aufspringt. Oh. Ist der Typ, der den Unfall verursacht hat. Ist der entkommen? Gut, diesmal ein paar Flügelmänner dabei zu haben. Alles klar, so. Werden, zum Hoch die zur Satellitenschüssel. Hä? Was war das denn jetzt? Irgendwas soll ich da unten machen. Ach so, da ist schon wieder ein Kernrelais. Alles klar. Leute, das ist echt alles ein bisschen creepy, das Ganze. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das Beste gefällt mir auf jeden Fall hier mit, Alter. Leute, das ist absolut meine Lieblingskraft. Absolut. Wollt ihr hin? Jetzt kommt doch das Beste! Wie geht es? Mit R1. Auf die Helikopter wahrscheinlich. Oh, wie geil! Ich kann den markieren und die Schwerter fliegen automatisch hin. Okay, ich kann es aber nicht mehr machen. Und was soll ich jetzt machen? Helikopter besiegen, ja toll, aber ohne TV-Kraft geht es ja wohl kaum. Wie kann ich die denn absorbieren? Das würde mich jetzt mal interessieren. Helf mir mal. Ah, Video nutzen, hier. Ja, Helikopter zerstört. Hey Eugene, ich will nicht undankbar sein, aber schickst du mir das nächste Mal bitte etwas weniger feige Dämonen? Ich dachte, die sollten dich nur warnen. Alter, solche halben Sachen kannst du nicht bringen. Wir Conduits müssen uns umeinander kümmern. Okay, nächstes Mal. Versprochen. Hab noch eins gefunden. Gut, das ist nicht weit weg. Danke. So. Ja, was waren das eigentlich für Dämonen, die ihr geschickt habt? Die haben eigentlich gar nichts gemacht. Die sind sofort abgehauen, wo sie die Gegner gesehen haben. Na, gut. So, und boom. Schreibt mir mal in die Kommentare, was haltet ihr über diese Videotechnik? Ich finde die total genial. Aber keine Ahnung. Kommt mir vor, dass das alles ein bisschen schneller ist. Diesmal Eier in der Hose haben. Sollen mitbringen, was sie haben. Ich brauche ihr Hilfe. So. Wo ist denn das Kern? Ah, da. Gehen wir da mal hin. Ich weiß nicht, ob der das auch abschießt. Ich versuch's mal. Schießt er das ab? Nee, macht er nicht. Dann muss ich mich immer selber verletzen. So. Geh mit der Energy. Ja, endlich. Das suche ich die ganze Zeit. Das ist mein Gebiet. Oh mein Gott. Was ist das? Das ist doch nicht normal. Der sollte mal ins Krankenhaus sein. Guckt euch das mal an. Fuck, ich sterbe fast. Ey, das muss man echt alles mega upgraden. Ich glaube, ich werde im nächsten Part mal so ein Part machen, wo ich nur Scherben sammle. Und dann werden wir unsere Kräfte sowas von upgraden. So. Das wird wahrscheinlich so eine Oh fuck, ich zerstöre meine eigenen Engel. Ey, hier bin ich. Das sollte funktionieren. Ja! Einer gibt sich da hinten. Okay, ich meine, juhu und so, aber ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich habe noch ein Kernrelais entdeckt. Und wieso ist das schlecht? In dem Gebiet wimmelt es von DOP. Aber vielleicht hast du ja schon genug Kräfte. Ich meine, warum etwas riskieren, ohne zu wissen, was dabei rausbringt? Hey, hey, hey. Komm mir jetzt nicht so, okay? Wenn wir es wollen, gibt es nichts, was ein paar coole Conduits und eine Armee von Engeln und Dämonen nicht schaffen können. Meinst du das erst mit dem Cool? Ich rufe an, wenn ich da bin. So, hier gibt's irgendwo so einen Turm. Ah, hier. Machen wir auch mal kaputt.
dann haben wir den eigentlich schon sofort weg. Und ja, jetzt gibt es wahrscheinlich noch einen Kernrelais, den werden wir uns auf jeden Fall holen. Das ist wahrscheinlich die Ultra-Attacke, die wir jetzt lernen noch. Das ist natürlich auch ziemlich hilfreich dann. Aber ich finde es total genial. Wahrscheinlich sind diese Flügel, die ich hier habe, die hier, sind wahrscheinlich blau, wenn ich gut wäre. Aber in Rot sieht es natürlich viel, viel geil aus, finde ich. So. Wenn ihr das Spiel habt, dann schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare, ob ich recht habe oder nicht. So, hier gibt es auch noch einen Turm. Warum nicht eigentlich gleich zerstören? Ha. So, jetzt kommen die auch noch hier hoch. Und ich dachte schon, es kann nicht noch besser werden. Okay, die sind jetzt weg. Alles klar. Da, Videokraft, gib mir die her. Ja, das ist auch eine kranke Idee. Ich weiß nicht, wie die Entwickler darauf gekommen sind, eine Videokraft einzubauen. Ich hätte mir vielleicht vorgestellt, eine Wasserkraft, wo das Spiel... Also, ich wusste ja, dass es mehrere Fähigkeiten gibt. Also, ich wusste, dass es Neon gibt, ich wusste, dass es Rauch gibt und dass es Erde gibt. Und ich hätte mir vielleicht noch Wasser oder irgend sowas vorgestellt. Blitz habe ich mir jetzt nicht vorgestellt, weil das gab es ja schon in den alten Teilen. Aber Wasser oder sowas wäre auch cool gewesen. Aber Video, wie kommt man auf sowas bitte? Okay, Eugene, das ist der Plan. Ich schleiche mich seitlich an und... Juhu! Okay, Plan B. Schon, Eugene. Du hast doch noch mehr drauf. Cooler so. Conduit. Alter, ich bin schon fast tot. Was geht denn jetzt ab? Okay, Leute, gewinnen wir für den Gamer. Das kriegt ihr jetzt alle zurück. Bitteschön, viel Spaß mit meinen Schwertern. Aber das Schießen ist natürlich noch geiler hier. Das ist ja wirklich creepy hier. Damit mache ich die Gegner viel einfacher kaputt. Das ist ja Dauerfeuer. Alter. Die haben ja gar keine Chance. Ich werde nur noch ein Video benutzen, Leute. Das wird das Video-Let's Play. Da, zack. Aber es zockt schon ziemlich viel Energie ab, das Ganze. Ich hab schon fast gar nichts mehr. Ich habe gerade erst aufgefüllt. So, dann machen wir es mal so. Dann sauge ich das schnell auf. Also ich denke, wir haben jetzt die Ultra-Attacke. Ja, das müsste die sein. Dessen, ich hoffe, was immer du gekriegt hast, war es wert. Du wirst es brauchen. Oh ja, Baby. Das tut mir sowas leid. Viel Spaß, Leute. Hier kommen Himmel, Hölle und Delsin. Oh, mein Gott. Du hast mir das verheimlicht. Nur so eine kleine Idee. Himmel, Hölle, Delsin und Eugene. Nein, nein, nein. Wer den Ruhm will, muss herkommen und sich die Hände schmutzig machen. Ich weiß nicht. Ich kann nicht ja, Leute. Das ist das Ding, also, ein Conduit zu sein. Du musst nicht gut mit Menschen umgehen können. Nur mit ich Kräften. Weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Kräfte liegen mir wirklich mehr. Und es ist schon cool. Heulen. Das will ich hören. Sag Bescheid, wenn du die Stadt unsicher machen willst. Dann komme ich in deinem Reich vorbei. So, da unten okay, ist... Ah, hier. Sorry, dass du warten musstest, aber Eugene und ich haben gerade die Akkulas so richtig aufgemischt. Punkt Nummer 1. Ich bin froh, dass du offenbar noch lebst. Punkt Nummer 2. Sorry, hier kommt ein Tunnel. Ich muss echt damit aufhören. Sobald es nicht mehr so tierisch viel Spaß macht. Okay. Also, Leute... Wenn ihr jetzt nicht baff seid und irgendwie schon auf dem Tisch mit dem Kopf liegt und sabbert, dann verstehe ich euch nicht mehr, wirklich. Also, das ist doch krank. Das ist geil krank. Wirklich, das ist komplett geil. Also, boah, also, keine Ahnung. Meinst du, du kannst mir bei etwas helfen? Ich habe ihre Signale beobachtet und glaube, die Akulas planen was Großes. Klar, Mann. Ich bin dabei. Gut. Komm in mein Reich, dann schmieden wir einen Plan. Alles klar. Ja, Eugene, ich komme gleich in dein Reich, aber davor... pushe ich mich erst noch ein bisschen. Videostrom. Halten Sie R2 gedrückt, um einen zerstörerischen Schadenstrahl. Ja, das machen wir auf jeden Fall hoch. Und gleich zweimal, weil jetzt haben wir unseren Ministrahl aufs Höchste gemacht. Schmales Band. Erhöht die Genauigkeit und Reichweite des Videostroms. Erweiterter Strahl feuert Videostrom für längere Zeit in einen fortfährenden Salve ab. Okay. Klingenwirbel. Was ist das? Okay, sieht auch episch aus. Und Klingensturm? Sehe ich jetzt keinen Unterschied. Was gibt's denn hier noch? Rufen Sie drei Dämonen auf einmal einen überwältigenden Angriff herbei. Oh mein
Gott. Dämonenzwillinge? Alter, Leute. Alter, Video. Videokraft. Alter. Wie sieht das jetzt aus? Ja, so einen Unterschied merke ich jetzt noch nicht so ganz. Wir können uns wieder entscheiden für gut und böse. Sehe ich gerade. Wo ist denn das? Oh, beides nebeneinander. Wir werden auf jeden Fall wieder böse nehmen. Aber das war's jetzt erstmal für den Part. Bitte schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr jetzt über diese Kraft haltet. Welche ihr von den drei jetzt am besten findet. Also Rauch, Neon oder Video. Und ich sag jetzt schon mal, Video ist absolut genial. Es ist schnell und es ist stark. Und man kann einen Dämonen beschwören. Was will man mehr? Ich kann ihn auch wieder abschießen, also. Und ich beschwöre ihn einfach wieder und die schießen wieder. Ey. Hau ab. So, und ich beschwöre ihn einfach wieder und ich schieße ihn nochmal ab. Kann ich ihn... Warte mal. Ich versuch mal was. Nochmal? Bleib mal stehen. Feuerwerk, Mit meinen eigenen Waffen. Ja, Leute, also ich habe meinen reizenden Spaß dabei. Man hat eine Krallenhand. Man hat wirklich so viel mit dieser Videokraft. Das ist doch wirklich unglaublich, die Kraft, wirklich. Bitte schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns auch im nächsten Part wieder. Und ja. Tschüsseli. So verabschiede ich mich jetzt noch. Hau da rein.